Joe Zimbauer, keine einfache Woche bis jetzt für sie. Wie sieht es im Joe Zimbauer drin aus? Jetzt wieder besser. Aber wie gehen Sie mit dem Druck um, der aufgebaut worden ist? Geht der Joe Zimbauer am Abend noch säckeln, dass er so den Druck ein bisschen ablässt? Nach so einem Spiel bist du erstmal auch als Trainer angefasst. Aber das ändert sich dann wieder, wenn du auch mit der Mannschaft zusammenarbeitest und wieder da sitzt und mit ihm auch Spiele besprichst, wie so eins gegen Luzern. Und dementsprechend haben wir jetzt ein wichtiges Spiel und es bringt auch nichts, sich zu verkriechen oder sich zu besaufen, sondern der nächste Job heißt Zürich und den gehe ich voller Elan wieder an jetzt. Aber haben Sie die Angriffe auf Ihre Person, haben Sie die schon irgendwie verdaut oder sind Sie da immer noch am Knacken? Oder ist man da konstant am Knacken? Ja, das gehört ja dazu. Also das ist eben mal ein Argument oder Zeitungen oder Medien, die draufgehen auf den Trainer. Das gehört dazu. Das ist ja nicht nur bei mir so, sondern bei vielen anderen auch, die Trainer sind. Und wir sind gerade auf dem letzten Tabellenplatz und da, glaube ich, freut sich keiner, inklusive des Trainers nicht. Und dementsprechend ist es doch auch dann nachvollziehbar, dass man gegen den Trainer losgeht. Jetzt kurz im Göpp gegen den FC Zürich. Schicksalsspiel, ja oder nein? Was sagt der Trainer? Nein, ich will auch keine Spekulationen aufkommen lassen. Wir haben einen Job, der heißt Zürich. Das ist ein Cup-Spiel und im Cup ist sowieso alles möglich, auch wenn Zürich eine klasse Mannschaft hat. Aber wir sind nicht chancenlos. Wir haben eine gute Mannschaft auch. Wir müssen nur die Spiele, die wir gut hatten, auch wieder auf den Platz bringen. Und das werden wir morgen wieder versuchen. Es ist bald die letzte von der Super League gegen die erste von der Challenge League. Wer ist da eigentlich Favorit? Ja, wir sind Super League und im Endeffekt wird uns natürlich der Favorit zugesagt, aber wir wissen, dass Zürich mehr Budget hat und auch klasse Spieler auf dem Rasen hat. Das sind zum größten Teil alles erfahrene Super League-Spieler und wir wissen genau, wer da gegen uns kommt und sind dementsprechend auch gewarnt, dass es nicht ein Challenge League ist, ein normaler, sondern der FC Zürich, der abgestiegen ist, aber die Mannschaft zum größten Teil behalten hat und sogar noch verstärken konnte. Aber Zürich ist in guter Form. Wie spielt man gegen so ein Team? Wie bereitet sich Ihre Mannschaft auf vor? Ja, auch das werden wir jetzt nicht offiziell bekannt geben. Wir wollen ja morgen dementsprechend da unsere taktischen Maßnahmen auf dem Platz zeigen. Und dementsprechend werden die auch nichts vorher sagen und wir genauso nicht wie immer. Wenn der Joe Zimbauer mit seinem Team jetzt gegen Zürich und Thun verliert, was macht der Joe Zimbauer nachher? Dann haben wir erstmal Länderspielpause. Und dann werden wir trainieren und dann wird sich zeigen. Ich weiß gar nicht, wie wir dann spielen danach. Aber dann werden wir weiter gucken.